Hallo Leute, heute ist der 11.11. 2000, nein, der 12.12. 2020. Ich habe nochmal total die Schmerzen. Ohrenschmerzen wie Halsschmerzen. Und heute war Sonja da, weil ich doch schon etwas reden konnte. Und wir haben Kaffee getrunken. Kaffee getrunken, getratscht und Spaß gehabt. Und es war ein schöner Tag, auch wenn ich extreme Schmerzen hatte. Ich habe etwas gejammert. Ich glaube, es ging so halbwegs. Sie war bis 17 Uhr da. Dann habe ich sie nach Hause geschickt. Und jetzt liege ich im Bett. Daniel kommt am Mittwoch nächste Woche. Ich war heute nicht duschen. Ich habe die Volkshilfe abgesagt, weil ich nicht Haare waschen konnte wegen der Ohrentzündung. Und ja, ich ekel schon richtig, wenn meine Haare zu fett sind. Aber was soll ich tun? Morgen Sonntag, da wird sich wieder nicht viel tun. Am Montag habe ich ein Gespräch mit Kerstin. Am Dienstag um 11 Uhr mit Christoph. Und am Mittwoch, am Dienstag kommt Sonja. Am Mittwoch kommt Daniel. Und so ist die Woche doch geplant. Ich habe nochmal immense Schmerzen. Kann die meiste Zeit nicht schlucken. Ich habe heute meinen Sensor zugeschickt bekommen für die Blutzuckermessung. Und haben wir gerade aufgeklebt. Es braucht eine Stunde, bis er sich findet mit dem Messgerät. Und dann werden wir messen, ob das funktioniert. Und mal schauen. Ich bin ganz froh, dass ich den jetzt habe. Ja. Ich würde gerne wieder mal rausgehen, aber mit den Ohrenschmerzen geht's halt einfach nicht. Und ja, was soll man machen? Ich bin schon ziemlich müde. Und fertig, weil mir alles weh tut. Und weil ich heute die ganze Zeit gejammert habe, dass der Hals und das Ohr so weh tun. Wenn das bis Montag nicht besser ist, möchte ich zur Hausärztin schauen. Fieber habe ich keins mehr. Das hatte ich bis gestern. Heute ist der dritte Tag vom Antibiotika. Und meinem Ohr geht's halt noch immer nicht besser. Reden tut wahnsinnig weh, schlucken. Und so weiter. Aber naja. Am besten ist es, wenn ich mit dem Finger ins Ohr stecke. Weil dann tut's nicht so weh. Aber naja, das ist ja auch keine Dauerlösung. Das Ohr ist innen auch schon aufgeschert. Von meinem Fingernagel. Und wir tropfen ständig ein und ich nehme Lutschtabletten.
Das macht das Ganze aber nicht unbedingt besser. Ich bin ganz froh, dass ich Daniel gestern abgesagt habe. Ich wollte Sonny eigentlich heute auch absagen. Aber ein bisschen Ablenkung schadet nicht. Ja, aber genug von mir heute. Ciao, macht's gut. Eure Ines. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.